Ja, sehr gerne. Also, die drei Herren inklusive mir hier, wir sind alle aus Regensburg, studieren an Regensburg European Business, sind noch im Bachelor im siebten Semester. Es ist ein 8-Semester-Bachelor, wo man ziemlich viel im Ausland auch ist. Sind gerade zurückgekommen und waren dementsprechend viel unterwegs. Und den Kollegen, den haben wir eingekauft, wegen seiner unglaublichen Fachkompetenz. Der kommt aus München, Daniel Beck. Wie haben wir uns kennengelernt? Ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als seinen besten Kumpel. Der studiert mit uns, ist Kommilitone, so hat man sich kennengelernt. Und wir sind alle Rookies, was Case Studies betrifft, der Daniel nicht. Deshalb hat er uns da ein bisschen geguided und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch mit. Genau, ja, namentlich Max Schiedek, Georg Greif und meine Wenigkeit Stefan Spittbar. Natürlich, von Anfang an, ganz klar. Also man muss ja an sich glauben. Nee, also natürlich nicht. Wir sind eigentlich hergekommen, weil wir gesagt haben, wir haben sowas noch nie gemacht. Wir wollen die Erfahrung mal mitnehmen. Es hieß ja auch, es ist der größte, bekannteste Fallstudienwettbewerb in Deutschland. Haben wir gesagt, okay, zeitlich passt es einigermaßen in unsere Terminkalender. Und ja, dann haben wir uns natürlich gefreut, als wir dann irgendwann mal die Zusage bekommen haben. Und es hat sich ja Gott sei Dank gelohnt. Ja. Ja gut, also der Daniel hat uns ein bisschen in den Arsch getreten, wenn ich das im Video jetzt hier so sagen darf. Wenn nicht, wird es hinterher rausgeschnitten. Ich glaube, es war gut. Also wir haben vorher zu dritt intern in Regensburg ein bisschen geübt, um einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen. Und wie gesagt, er ist da schon ein bisschen erfahrener und hat uns dann geguided, einfach immer wieder, wenn es zu weit weg vom Thema war oder letzten Endes, einfach ein bisschen Struktur gegeben. Und deshalb war es überhaupt kein Problem, ja. Also ich denke, es hat sehr gut funktioniert, die Teamarbeit. Das ist meine persönliche Einschätzung zumindest. Ja. Ja, ich kann ja jetzt nicht weitergeben, die Frage. Aber ich glaube, summa summarum sehr gut. Also es geht ja jetzt auch nicht hier um den Gewinn, sondern grundsätzlich auch ein bisschen networken. Gibt durchaus Interesse von uns, auch in den Bereich einzusteigen. Wir sind jetzt, wir drei, am Ende vom Bachelor. Der Master, Daniel ist im Master, geht auch nicht mehr so lange. Dementsprechend interessant, einfach in die Branche mal reinzuschnuppern. Organisation war super gut. Dementsprechend kann man sich wirklich über nichts beschweren. Vielen Dank auf jeden Fall an die WFG, würde ich sagen. Ja, das kann man. Genau, natürlich. Also konkret, glaube ich, ist alles gesagt, aber ansonsten WFI super organisiert, Unterbringung wirklich top, Verpflegung zu jeder Uhrzeit, was natürlich ein entscheidendes Kriterium war, um am Ende dann auch performen zu können mit allen möglichen Sachen, Energy Drinks, Essen und dementsprechend war es wirklich perfekte Organisation. Also vielen Dank an die WFI und dass wir teilnehmen durften. Dankeschön. Ja.